Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil von Deponia. Beim letzten Mal hatten wir ja Goal aus der Stadt befreit und die dann auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen in die Luft gejagt und sind dann hier in diesem Minenschacht gelandet. Und ich habe beim letzten Mal Stromumkehrer zusammen gebastelt, auf dass das mein Bike jetzt wieder funktionieren sollte. Irgendwie will ich immer Minecart sagen, aber naja, egal. Na, auf ins Minebike und dann mal los damit. Dann wollen wir mal. Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Oh Mann. Ja, dann mal Attacke. Und ab geht's. Yippie-yay, ein Heben. Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Hm. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Ich glaube eher, du bist im Kreis gefahren. Aber jetzt ist hier ein Schalter erschienen und dann wollen wir den doch einfach mal drücken. Ich wusste, dass das passiert. Ja, jetzt sind wir anscheinend oben in der Schaltzentrale, wo wir vorher noch keinen Zugang für hatten. Und nehmen wir einfach zuerst mal den Lappen mit. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Eine Kontrolltafel. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Ja, Nudelrezept, warum nicht, ne? So, was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Ja, dann steig doch mal wieder aus. So, was haben wir hier noch Schönes? Ein Schlüsselkasten. Abgeschlossen. Sonst noch irgendwas? Zur Tunnelpassage. Ach, jetzt sind wir hier oben gelandet. Na, was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Ja, jetzt sind wir hier wieder unten. Gehen wir wieder nach oben. Mal gucken, was ist das hier? Alle Signale stehen auf Los. Warum bin ich überhaupt noch hier? So, was passiert, wenn ich hier dran drücke? Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. Ja, nochmal eben kurz in die Schaltzentrale zurück, weil da steht ja unser Minecart. Ah, schon wieder Minecart. So. Mein Bike. Das Bike ist nicht schwer genug, aber Goal fehlt ja auch noch. Hm. Mist. Was, wo, wie, hä? Yippie! Oh, schon wieder der Hebel! Yay! So, jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt und na, gucken wir jetzt erstmal, dass wir den Hebel kriegen. Der Lache hier hinten im Viadukt. Ja komm, lauf schneller. Weil irgendwie müssen wir ja zu Goal kommen. Anscheinend kommen wir ja sonst nicht irgendwie da raus. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Ha, Licht, endlich.
Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist ja doof. So, Moment, hier haben wir den Signallampensockel. Und irgendwie müssen wir da Licht reinkriegen. Moment mal eben. Eine Lampe? Ja, damit haben wir schon mal Licht. Allerdings leuchtet das jetzt in die falsche Richtung. Moment. Ach, können wir nicht den Spiegel eben sauber machen? Hm, dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Dann wollen wir doch mal eben was ausprobieren. Und zwar, ob wir den Lappen mit dem Schnaps nass kriegen. Also wir brauchen irgendeine Flüssigkeit, um den Spiegel zu reinigen. Und was wird das jetzt? Ich trinke mein Taschentuch mit Alkohol. Du willst doch nicht etwa meinen kostbaren Fusel als Reinigungsmittel verwenden. Alkohol gehört in die Leber oder in den Tank. Also lass das bitte sein. Aber wir müssen... Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Ja, das machen wir doch glatt. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Ja, damit können wir jetzt wahrscheinlich den Spiegel auch reinigen. Hallo. Kommst du öfter hierher? Und damit haben wir einen polierten Spiegel. Wollen wir den nochmal... So, das Licht strömt so. Hier kann ich leider nichts irgendwie anwählen. Also hänge ich den einfach mal ans Skelett. Nicht fallen lassen, okay? So. Jetzt darf ich auch den Schlüssel nehmen. Und einfach mal ausprobieren, ob der hier passt. Nein. Passt nicht. Und wieder bin ich dem Geheimnis des seltsamen Schlüssels einen Schritt näher gekommen. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Moment, in der Schaltzentrale, da war auch noch so ein komischer Kasten. So. Vielleicht passt der Schlüssel ja da. So, einmal den Schlüssel. Und damit haben wir einen Achtkantschlüssel. Und damit können wir dann bei dem Skelett die... Sag schon, die Klappe öffnen. Sollen wir mal schauen, was uns da drin erwartet. So, da haben wir eine Sicherung. Können wir nachher für den... sag schon. Für den Kran benutzen. Und irgendwie müssen wir es ja hinkriegen, dass dieser Spiegel hier noch ein bisschen höher hängt, weil momentan ja, reflektiert er das noch nicht ganz so, wie ich das haben möchte. Weil er soll ja dann da in den Tunnel rein reflektieren und dafür hängt der Spiegel einfach zu tief. Und dann wollen wir doch einfach mal die Stromumkehrer ausprobieren. Mal gucken, wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent! Ja, das ist doch mal schön. Mal gucken, hat's funktioniert? Ha! Das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch! So. Dann können wir den Hebel mitnehmen. Was ist das denn? Eine fliegende Glühbirne?
Alter Vater, ey. So, hier haben wir noch eine Flasche. Auch mal einfach mitnehmen. Und zurück. Kann ich den Stromumkehrer dann auch wieder mitnehmen? Anscheinend nicht. Das ist ja doof. Vielleicht hätte ich ihn dann nochmal brauchen können. So. Dann wollen wir doch mal schauen, dass wir irgendwie Goal retten. So, dafür müssten wir den Hebel in den Weichenstellkasten einfügen. Weil da war ja vorhin keiner drin. Außerdem brauche ich erstmal unser Minecart. Ja, mein Bike wieder. Das kann ich ja nicht ausprobieren, ob das funktioniert hat. So. Wollen wir absteigen. Wie gesagt, absteigen. Einmal am Weichenhebel ziehen. Das ist ja praktisch. Ja, dann mal Abfahrt. So, damit steht das Minecart auch wieder, mein Bike, auch wieder in der richtigen Richtung. Jetzt müssen wir nur noch zum Kran die Sicherung reinstecken und Goal ins Minecart hieven. So, einmal die Sicherung. Und einmal den Kranhebel, bitte. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Diep, diep, diep. Mist. Ah, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Ja, das machen wir doch noch einfach mal. Na, lauf schneller. So. Einmal zur Tunnelpassage bitte. Dann zum Viadukt. Und zu Doc. Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. So. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Ja, ich bin zu unruhig. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Oh, das knackt aber ganz schön. Lass ihn einfach auf dich wirken. Da könnte ich erstmal einen Schnaps gebrauchen. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Ja, dann wollen wir was fixieren. Was ist denn los? Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Wä? Okay. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Das hätte ich gerne nochmal gehört. Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Das würde ich gerne nochmal hören. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit.
Könntest du mir nochmal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa so. So, das Ganze bitte nochmal. Was ist denn los? Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Ah, okay. Jetzt habe ich das System verstanden. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? So, und zwar hat er hier angefangen mit dem F. Dann ist er zum L gewandert, dann einen runter zum U, dann ganz nach links zum S und dann wieder zum S nach oben. Das sollten wir uns, glaube ich, mal merken. Und dann wollen wir noch mal schauen, dass wir den Kran irgendwie in Bewegung kriegen. So. Einmal zum Kran bitte. So, und zum Meditieren, er hat ja immer einen Fuß nach hinten. Ich glaube nicht, dass Rufus so gelenkig ist. Aber wir haben ja noch ein Bein. Yay! Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. So, hier haben wir wieder den Horizont. Bein hinterm Kopf, check. Horizont fixieren, check. Und los. Ich bin So, hier fangen wir mit dem selben System an. Also fangen wir hier mit dem M an, gehen dann zwei nach rechts, da haben wir ein U, gehen einen runter, da haben wir ein M, gehen ganz nach links, da haben wir ein P und ganz nach oben, da haben wir ein I. Und zusammen ergibt das Mumpi. Mumpi! Und nun? Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Zunge ist vom Gang cool. Auf geht's! Toller Jahrgang! Oh Mann. Ja, dann hebeln sie mal. Jetzt aber. Und. Yes! Rufus, 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 yeah! Oh Mann. Ja, damit haben wir dann, glaube ich, auch den Trick für den nächsten, was ich, Jahrmarkt oder so, wenn man mal wieder an diesen komischen Greifern steht. Einfach vorher meditieren und einen Schnaps trinken, dann klappt das. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dann, tschüss.